Und damit herzlich willkommen zu meinem Reingeschaut in Final Fantasy 16. Ich bin der Doomsday, schön, dass ihr eingeschaltet habt und mich begleiten wollt in Final Fantasy 16. Es gab eine Demo vorige Woche, die habe ich mit Absicht weggelassen, weil ich das Spiel für mich selber komplett erkunden wollte. Und deswegen habe ich die Demo weggelassen, weil man konnte auch seinen Spielstand von der Demo behalten eigentlich. Aber ich dachte mir so, nö, warum? Deswegen habe ich die Demo weggelassen, es gab auch kein Video zur Demo. Heute ist Release-Tag von Final Fantasy 16 und genau das möchte ich mir mit euch jetzt angucken. Also legen wir los mit Final Fantasy 16 für die PS5. Im Moment exklusiv für die PS5. Let's go! Lange das reingeschaut geht, weiß ich nicht. Ich kann nur so viel sagen, dass es mehrere Teile haben wird. Denn es ist Final Fantasy und es wird sehr groß sein, das Spiel. Also 35 Stunden soll die Story gehen. Mit allen drum und dran 70 bis 80. Mal schauen. Bin echt sehr gespannt auf das Spiel. Bildschirmhelligkeit, mal ein bisschen heller. Untertitel, das Spiel hat deutsche Synchro. Ich lasse mal Untertitel an. Textsprache, Sprachausgabe, Leistungsmodus. Gehen wir mal auf Bildfrequenz. Visualisierung von Geräuschen brauchen wir nicht. Weiter. Story-Fokus. Beginnt das Spiel mit mehreren Hilfsgegenständen, die das Spielerlebnis erleichtern. Empfohlen für Spieler, die weniger mit Actionspielen vertraut sind und sich auf die Geschichte konzentrieren wollen. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht. Action-Fokus. Beginnt das Spiel mit der Standardausrüstung. Empfohlen für Spieler, die mit Actionspielen vertraut sind. Ja, let's go. Achso, muss auch X drücken. Bildschirmhelligkeit, Größenverzerrung. Alles klar. Legen wir los. Let's go. Ich denke mal, wir kommen jetzt zum Intro. In den Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valistea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahl erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise. Da sind wir auch schon im Spiel drin. Ausweichen. Jetzt war ich ein bisschen überrascht. Oh, ich sehe gerade. Ich bin mit meiner Facecam drüber. Das wollen wir natürlich nicht. So. Mal schauen. Mal weiter. Damit ihr rechts das aussieht. Ja, aber. Ich sollte Pause machen, wenn ich hier was umstelle, ne? Wäre, glaube ich, sinnvoller. Ja, so müsste es gehen. Stehe ich jetzt nicht genau über den Tasten. Let's go. Phönix gegen Ifrit. Sieht schon echt fett aus.
Jahre 873. Nisa Schlucht Republik Taimekia. Es wird bald hell. Beide Lager regen sich. Ihr kennt unser Ziel. Shivas Dominus. Und auch nur den Dominus. Niemand sonst? Ist ja langweilig. Und diese Frau, sie kreuzt hier wirklich auf? Unser Eins stellt keine Fragen. Hast du verstanden? Kleiner Tipp am Rande, die Synchro-Stimme kennen One Piece-Kenner, denn es ist die Stimme von Katakuri. Top-Synchronsprecher. Respekt. Das ist ein Befehl. Wir gehen los. Auf, Wyvern. Ohne dich ist die Mission gelaufen. Ja, ich weiß. Jetzt sind wir im Spiel. Also richtig. Warte mal, mal keinen Stress. Hauptmenüsystem. Unter dem Reiter und System können verschiedene Einstellungen zur Steuerung, Grafik, Ton, Barrierefreiheit und Sprache vorgenommen werden. Okay. Mal gucken, ob hier alles läuft, ja. Zusätzliche Inhalte können nach Abschluss der Hauptauftrags Zufallsbedingungen im Hauptmenü unter den Reitersystemen aufgerufen werden. Wir können erstmal speichern. Oder? So, was haben wir hier? Laden, Tutorial, Lizenzen, Optionen. Okay, ja. Okay, ja, weiß ich. Also nicht schwer. Hab ich schon gemacht. Diverse Einstellungen zur Titel, ja. Alles klar. Hier ist gleich die Hölle los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Synchro ist top. Verdammt. Bewegung. Ah, okay. Wie gesagt, im Moment gibt es das nur exklusiv für PS5. Zernitra-Festung. Schneller, los! Ja,
jetzt auf einmal weigert ihr euch? Habt ihr uns nicht die Schwertreue zugeschworen? Genug. Havel, der König ist unser Gast. Und sein Entscheid ist final. Warum sind wir denn überhaupt hier? Habt ihr kein Vertrauen in eure Truppen? Schließlich hat Dalmekia sich im Krieg der zwei Welten bereits gegen die Eisernen behauptet. Oder etwa nicht? Zudem... Euer Dominus hatte noch gar keinen Auftritt. Und wenn er ihn hat, stünden wir doch nur im Weg. Ihr habt wohl noch nicht gehört, dass die Eisernen nun auch einen Dominus haben. Es wäre fatal, sie zu unterschätzen. Ihr Feiglinge. Was sagt ihr da? Wenn wir diese Festung aufgeben, haben sie Zugang zur Hauptstadt. Und ich glaube, die Eisernen werden nicht gemütlich warten, bis die Verstärkung bei uns eintrifft. Also, bleib nur ich. Kupka! Die Eisernen werden es noch bereuen, dass sie Stürm betreten haben. Dafür sorge ich. Großkotz. Benedikta. Gib Acht. Gibt der Löwe etwa Acht, wenn er Hasen jagt? Oder zweifelst du an meiner Kraft? Nein, mein Schatz. Du bist ein Löwe. Und zwar mein Löwe. Ein bisschen Frost macht mir nichts aus, Benedikta. Aber du kannst mir trotzdem schon das Bett vorwärmen. Ich trau dir nicht. Ja, das Spiel versprüht ein bisschen Game of Thrones Vibes, ha? Und es ist definitiv für Erwachsene mittlerweile. Ganz schönes Chaos. Unsere Chance. Los, jetzt fallen wir nicht auf. Man kann auch springen. Okay. Ah, der geht automatisch hoch. Und? Worauf warten wir? Auf ihn hier. Los, geh vor. Aber jetzt kommen wir zum Kampftutorial.
spürt er das auch. Noch die Ehre gibt. Kommt. Shiva? Titan und Shiva gehören zusammen. Der hat die den jetzt verraten oder? Ich weiß, verpasst. Immer einen anderen Weg. Schnappt dich sehr geil aus. Wird's bald, Wyvern? Willst du hier verrecken? Dich zusammen. Wir sind noch nicht fertig. Joshua. Nein! Steh auf, Kleid! Zum Rückblende. Vor 13 Jahren im Jahre 860. Rosalith, Großherzogtum Rosaria.
Tja, wenn du nicht zum Schild taugst. In den Ställen gibt es immer Arbeit. Oder willst du deinen Pflichten nachkommen, indem du dich wie ein Schwein im Dreck herumwälzt? Ich mach mir da keine Sorgen. Mein Bruder wird mich immer beschützen. Nicht? Los, irgendwann triffst du ihn schon. Ich glaub an dich. Na dann auf. Das Publikum wäre eine Zugabe. Jetzt kommt's Kampftutorial, wa? Ah. Fangen wir noch einmal von vorne an. Komm, zeig, was du kannst. Greife Kommandanten Murdoch an. Drücke Viereck für einen Nahkampfangriff. Bis zu 4 Nahkampfangriffen lassen sich zu einer Kombination verketten. Okay. Achso, zweimal. Sehr gut. Deine Technik wird sich auch im Gefecht bewähren. Doch wie ist es um deine Magiekünste bestellt? Die Flamme des Phönix brennt in dir. Nun lass sie emporlodern. Los, Clive! Lass Feuer herabregnen! Wecke das Feuer in dir. Mit Dreieck, um Feuer zu wirken. Mit diesem magischen Geschoss lassen sich auch entfernte Gegner treffen. Exzellent. Weiter so. Okay. Interessantes Kampfsystem. Weniger würde ich vom ersten Schild Rosarias auch nicht erwarten. Ein Kompliment von euch? Ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich bin am Zug. Versuche, meiner Klinge auszuweichen. Immerhin ist deine Schwertkunst nutzlos, wenn du tot bist, bevor du sie einsetzt. Flink sein, Lord Rossfield! Kreis, wa? Nee? Drücke R1, um einen generischen Angriff auszuweichen. Weiche Angriffe im perfekten Augenblick aus, um den Gegner zu verlangsamen und ihn so kurzzeitig anfällig für einen Konterangriff zu machen, der mit Viereck oder Dreieck ausgelöst werden kann. Okay. Nicht schlecht. Ah. Wie hast du das gemacht? Ich dachte, der trifft. Das war spitze. Versuche, meinen Hieben auszuweichen. Okay. Interessant. Gut. Merk dir, Clive, verlass dich nicht nur auf dein Schwert. Scharfe Augen und flinke Füße sind unverzichtbare Qualitäten eines echten Schilds. Zudem bist du nicht irgendein Schild, oder? Zeig mir, was dich von dem Rest unterscheidet. In dir schlummert die Kraft des Phönix. Mache dir sein Segen zunutze. Tauch ein in die Flammen und stürm nach vorn. Nun, ich warte. Breche nach vorn. Clive wurde vom Phönix mit übernatürlichen Esper-Kräften gesegnet, die ihm Manöver wie dem Phönixflug ermöglichen. Drücke Kreis, um dich in einen Augenblick entfernte Ziele zu nähern. Während des Phönixflugs können sowohl mit fähigen Nahkampfangriffe als auch mit Dreieck Magiegeschosse eingesetzt werden. Okay. Nur all unsere Schilde so bewegen. Oh, krass. Beeindruckend. Doch selbst der wendigste Schild wird nicht jedem Hieb entgehen können. Und wie du weißt, können ein paar wenige Schnittwunden genauso tödlich sein wie 1000. Der sicherste Weg, im Kampf nicht zu fallen, ist folgender. Achte auf deine Wunden und versorge sie, wenn nötig. Jetzt kommt Heilung. Wo wir gerade davon sprechen. Du siehst etwas mitgenommen aus. So geht das nicht weiter. Versorge deine Wunden. Mit hilfenden Mitteln wie Heiltränken und Tunika kann Clive seine Lebenspunkte wiederherstellen oder vorübergehend seine Attribute steigern. Oder den Richtungstasten helfende Mittel wie Heiltränke zu, um sie zügig einsetzen zu können, wenn du sie dringend brauchst. Änderungen können im Hauptmenü, ja, okay.
Heiltrank. Oh, super Trank. Okay. Verstehe. Gut. Lass dich während deines Kampfes niemals ablenken. Überleben und Tod kann ein einziger Augenblick entscheiden. Du musst dazu bereit sein, jedes verfügbare Mittel zu nutzen, um dir deinen Weg zum Sieg zu sichern. Oder zumindest, um den nächsten Tag noch erleben zu dürfen. Genug geübt. Zeit für deine Prüfung. Die Dusche scheint dich gut erfrischt zu haben. Aber bei Bedarf hätten wir noch einen Eimer. Nichts wäre mir lieber. Na dann, Lord Rossfield. Kämpfen wir. Du willst der Ehre würdig sein, dich den ersten Schild zu nennen? Beweis es. Wie ihr wünscht, Kommandant. Na dann, schauen wir mal. Komm her, Junge. Zeig mir, was du kannst. Erschöpfe die gelbe Willenskraftleiste deines Gegners durch erfolgreiche Treffer, um seinen Kampfgeist zu brechen und ihn für kurze Zeit besonders anfällig für Angriffe zu machen. Nutze diese Gelegenheit, um ihm gezielte großen Schaden zuzufügen. Okay. Oh, okay. Man kann nicht staggern. Ah, okay. Mit Kreis komme ich auf jeden Fall nicht weg. Lass mal klarkommen damit. Dir scheint es ernst zu sein. Weiter so, Clive! Kommandant Mörders Willenkraft ist erschöpft. Wenn der Kampfgeist gegen das gebrochen wurde und er zermürbt am Boden liegt, kannst du ihm großen Schaden zufügen. Drücke R2 und fähig, um ihn mit Luenschwing anzugreifen, einer mächtigen Esper-Fähigkeit, die Clive durch den Segen des Phönix gewährt wurde. Okay. Oh, okay. Aber das seht ihr jetzt gar nicht so richtig, gell? Warte mal, ich mach mal kurz zur Seite. So. Oh. Unten rechts seht ihr jetzt. Du übertriffst meine Erwartungen. Da muss ich mich ich kann auch springen. Lass mal meine Kamera mal rechts. Ah, das Kampfsystem. Ist gut. Gefällt mir. Gewonnen! Na, ich hab's doch gesagt. Oh ja. Du hast es geschafft. Zum allerersten Mal. Beim Kämpfen kommst du ganz nach deinem Vater. Du bist ein echter Schild des Feuers. Lass dir das nicht absprechen. Auch nicht von mir. Hm. Was gafft ihr da noch? Schwerter in die Hand! Aber wieso hat er Phönix? Hat er nicht eigentlich Ifrit? Da passiert noch irgendwas. Joshua. Es geht schon. Verschwende deine Gabe nicht. Nicht für sowas. Warum nicht? Wenn meine Schilde mich schützen, dann muss ich... Darum... Heute Morgen auch schon. Bleib lieber im Schloss. Nicht so schlimm. Ist nur ein Husten. Pass auf dich auf. Seine Gnaden ist zurück. Vater ist da. Euer Gnaden, bitte. Solch ein Ort ist eurer nicht würdig. Für Joshua bin ich mir für nichts zu schade. Ich will meinen Sohn sehen. Meine Herren,
Rosaria dankt euch für eure unermüdliche Loyalität. Hab Dank, euer Gnaden. Zu euren Diensten. Joshua! Warum bist du nicht im Schloss? Das ist kein Ort für dich. Entschuldige. Guten Tag, Mutter. Komm, Joshua. Dein Vater erwartet uns. Lord Murdoch? Jawohl. Also bis jetzt ist das Spiel mehr ein Film als ein Spiel. Er behandelt so sein eigen Fleisch und Blut. Ich weiß. Was kann er denn dafür? Nicht jeder kann der Phönix sein. Gehen wir, Jill. Chill. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie die Schwerter bei Final Fantasy auf dem Rücken eigentlich so richtig halten? Ich finde das immer sehr interessant. Oh, wobei? Nee, er hat eine... Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Ist immer witzig bei Teil 7 und 8, wie sie da halten. Schokobu! Ah, noch ein Schwarzer. Oder weiß? Schon gut, meine Freunde. Willkommen zurück! Danke, Joshua. Wie geht es? Besser? Ja, Vater, viel besser! Heute haben wir Clive beim Kämpfen zugesehen. Tatsächlich. Oh, der ist süß. Torgal, aufhören! Hör auf! Das wird ein fabelhaftes Tier werden. Ein Schattenwolf, hä? Vater. Nicht nötig, Jill. Danke, euer Gnaden. Die Hauptstadt freut sich eurer Rückkehr, euer Gnaden. Krieg zieht auf, mein Sohn. Halt dich bereit. Ist es wirklich schon so weit gekommen? Komm in den Thronsaal. Wir müssen reden. Ja, Vater. Majestät. Schilde, abtreten! Torgal! Torgal. Der wird uns auf jeden Fall später noch begleiten in den Kämpfen. Wo willst du denn hin, hm? Gehst du jetzt gleich zu deiner Audienz? Ja. Spiel ist schon echt hübsch. Morgengrauen und Abendrot. Finde den Weg. Nicht sicher, wo du hin musst, halte L3 gedrückt, um dir die richtige Richtung weisen zu lassen. Das nächste Ziel deines Hauptauftrags wird jetzt dem mit dem roten Symbol angezeigt. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Okay. Ich muss Vater sprechen. Aber erstmal geht's dahin, wo es leuchtet. Los jetzt! Ladet! Es lohnt sich, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen. An funkelnden Punkten am Boden kannst du Gegenstände finden. Was genau du gefunden hast, kannst du unter dem Reiter Gegenstände im Hauptmenü überprüfen. Los, bevor die Herzogin das haben wir jetzt automatisch einen, okay. Kann ich mich jetzt erstmal woanders umgucken oder soll ich erstmal dahin? Ich weiß, dass es vorhin im Übungskampf hier oben noch geleuchtet hat. Dass mir ja kein Kristall verloren geht.
Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Hier oben hat es, glaube ich, irgendwo jetzt geleuchtet. Ist es wir oder sie. Da mache ich mir keine Sorgen. Da hinten leuchtet es auch. Oh, ich muss hier sogar lang. Hier bitte. Ich bitte euch, Milord, schenkt diesem jämmerlichen Tollpatsch einfach keine Beachtung. Verbeug dich, du Esel. Aber ich... Hab ich dir erlaubt zu sprechen? Das ist nicht nötig. Wirklich. Doch, doch, verzeiht seine Manieren. Allein eines Blickes von euch gewürdigt zu werden, ist mehr als seinesgleichen verdient. Ja, andernorts würde er nicht mal halb so gut behandelt werden wie bei uns in Rosaria. Wie ich ihm Tag für Tag aufs Neue einbläue, war es sein Glück, dass er in eures Vaters Reich geboren wurde. Seht auf, bitte. Los! Sein Ungeschick werdet ihr ihm doch nachsehen. Sehr wohl, wenn das in eurem Sinne ist, Milord. Schon dich etwas. Denk dran, Rosaria braucht deine Kräfte. Hast du ganz schön abgemagert, oder? Wir alle unser Bestes, Milord. Ja, wir alle. Komm, gehen wir jetzt. Die Pflicht ruft, mein Guter. Der Hund ist süß. Oder ist das ein Wolf? Ich glaube, es ist ein Wolf. So, konnten wir eigentlich nochmal jetzt hier... Ah ja, genau. Das wollte ich vorhin noch mal gucken hier. Also, Lebenspunkte, Ausrüstung, Stufe 5 sind wir im Moment. In 13 Jahren in der Zukunft waren wir Stufe 10, glaube ich. Unten rechts sieht witzig aus. Gegenstände. Und im Reiter Gegenstände können alle nicht ausrüstbaren Gegenstände im Inventar eingesehen werden, einschließlich derer, die eine wichtige Rolle bei Aufträgen spielen. Mittel wie Heiltränke oder Tonika können von hier direkt benutzt werden. Hat man schon. Okay, Journal. Unter dem Reiter Journal findest du Informationen zu deinem Fortschritt in der Geschichte sowie zu allen laufenden und abgeschlossenen Nebenaufträgen. Okay, Ausrüstung und Espa. Unter dem Reiter Ausrüstung und Espa kann Clive sowohl die Waffen und Ausrüstung als auch mit Espa-Fertigkeiten ausgestattet werden. Aber im Moment kann ich... Warte mal. Wo hab ich denn das schon alles her? Es weicht vermeidbare Angriffe automatisch aus, solange der Ring angelegt ist. What? Also voll lame. Okay, damit macht man sich das Spiel aber sehr, sehr einfach. Ja, es ist halt für die Leute, die es ein bisschen leichter mögen anscheinend. Okay. Gehen wir mal weiter. Sie bereiten das Abendessen vor. Da hat wohl jemand Hunger. Ah, hier kommt man da hoch. Hab's doch gesehen da hinten, es leuchtet so. Ich vermute mal einen Heiltrank. Super Trank dann sogar. Irgendwas? Nein. Oh, springen ist ja richtig hübsch. Die Weizenernte ist dieses Jahr mager ausgefallen. Dabei sind die Spalten. Oh, da gehen wir mal zum Vater. Oder auch noch nicht. So schön ruhig hier, oder? Da ist Joshua. Habe ich auch schon gesehen. Aber hier hinten leuchtet noch was. Okay.
Heiltrank. Ha! Bin ich gut. Noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Clive, ich... Du hast Angst vorm Krieg. Die Soldaten vertrauen auf die Macht des Phönix. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Keine Sorge, Joshua. Vater wird dich führen. Und ich werde dich beschützen. Immer. Ich weiß. Danke, Clive. Ja, ich habe die Vermutung, dass er das nicht so ganz schaffen wird. Joshuas Wohlbefinden hat euch wichtiger zu sein als euer eigenes. Habt ihr verstanden? Ja, euer Gnaden. Ist es seine richtige Mutter oder... Weil sie hat ihn irgendwie so abfällig angeschaut. Ich weiß auch nicht. Mit voller Kraft, um manche Tore zu öffnen und Hebel zu betätigen, musst du dich ein wenig mehr anstrengen. Drücke X, um das Objekt auszuwählen und halte dann R2 gedrückt, um mit voller Kraft zu drücken oder zu ziehen. Warum? Okay. Das ist irgendwie... Naja. Ah, ich wollte noch rechts gucken. Viel Glück. Ja, schon echt süß, der Kleine. Ihr wünschtet mich zu sehen, euer Gnaden. Wie kann ich dienen? Lass diese Förmlichkeiten. Mutter ist nicht hier. Wie ist die Situation im Norden? Schwarz, soweit das Auge reicht. In diesen wenigen Monden hat die Fäule dort fast alles verschlungen. Es bleibt nicht viel Zeit, wie sie auch uns verdirbt. Bei den Flammen. Der Andrang der Flüchtenden stellt unsere Stadt bereits vor eine Zerreißprobe. Schicken wir sie weg, in Richtung Süden, nach Port Isolde, verlagern wir die Sache nur. Jeder Tag, der verstreicht, kann uns zum Verhängnis werden. Wir müssen handeln. Ein Zug gegen die Eisernen. Das ewige Geplänkel führt zu nichts. Bringen wir es zu Ende. Unser Ziel ist die Eroberung des Drachenhauchs. Ohne den Segen des Mutterkristalls sind wir der Fäule hilflos ausgeliefert. Die Eisernen werden uns nichts schenken. Das wird ein schwerer Kampf. Morgen reiten wir zum Phönixtor. Wo wir unsere Ahnen um Rat fragen, wie es der Brauch verlangt. Werde ich Joshua begleiten dürfen? Erst wäre da noch was anderes. Rodney? Sicher hast du die Berichte gehört. Wildstämme des Nordens sind bei uns gesichtet worden. Goblins in der Stillwindmarsch. Davon habe ich gehört, ja. Dann weißt du, was zu tun ist. Zwei Mann begleiten dich. Während wir nach Norden reiten, werdet ihr morgen das Lager suchen, finden und vernichten. Danach schließt ihr auf zum Phönixtor. Es wird Zeit, dass du dich bewährst, damit deine Mutter Ruhe gibt. Ich werde euch nicht enttäuschen, Majestät. Das wird eh alles anders kommen, als man denkt. Das wäre alles. Nun geh. Wir reiten früh. Ja, Majestät.
Kompendium. Halte Touchpad gedrückt, um das Kompendium aufzurufen. Eine Zusammenstellung diverser Informationen, die für Clive zu diesem Zeitpunkt der Geschichte wichtig sind. Das Kompendium steht während fast allen Zwischensequenzen zur Verfügung. Alle Kompendiumseinträge können auch später noch einmal angesehen werden. Aha. Also nochmal Hintergrundinformationen zu allem. Okay. Interessant. Zieh dich in dein Gemach zurück. Wahrscheinlich die Treppen nehmen. Das ist schon ein großes Schloss, würde ich sagen. Willkommen zurück, Milord. War echt viele Zwischensequenzen, muss man zugeben. Bis jetzt. Ist ja auch noch der Anfang. Wie lange wirst du diesmal weg sein? Nicht lang. 4 Tage. Vielleicht 5. Und Joshua wird mit dir gehen? Ich kann ihn doch nicht hier lassen, oder? Das Blut der Rossfields durchfließt ihn. Vor einem Krieg muss das Ritual am Phönix-Tor vollzogen werden. Das weißt du. Und nur der Dominus kann ins Apoditerium. Also brauchen wir Joshua. Was für ein Wahnsinn! Der Junge ist krank. Ja, das weiß ich doch. Aber mein Sohn ist auch der Phönix. Der Erbe des Throns. Er muss in seine Rolle hineinwachsen. Arwen! Ruhig, Liebes. Clive begleitet ihn. Trotz seiner jungen 15 Jahre ist er ein fähiger Soldat und ein würdiger Schild. Und doch hat der Phönix ihn nicht für sich erwählt. Er hat ihn zurückgewiesen. Der Ruf unseres Hauses leidet darunter. Er ist unnütz, eine Schande für uns. So wie ich, mein Herz. Unsinn. Du bist der Herzog von Rosaria. Ach, nicht das wieder. Du weißt so gut wie ich, dass ich nur auf dem Thron bin, weil mein Vater früh verstorben ist. Und das auch. Nur so lange, bis Joshua bereit ist. Du warst der Erste in der Erbfolge. Und du sitzt auf dem Thron. Alles hat seinen rechten Platz. Du hast nicht das edle Blut der Familie beschmutzt. Ohne Menschen wie Clive, die uns beschützen, hätte dein edles Blut schon längst die Erde getränkt. Ich muss früh raus. Gute Nacht. Ah, ich ahne Schlimmes. Es ist soweit. Zeit, dich zu beweisen. Ein Wunsch an die Sterne? Schon lange nicht mehr. Ich sollte schlafen. Ja. Du gehst morgen mit ihnen, oder? Ich bin Joshuas Schild. Ich habe geschworen, ihn zu beschützen. Er nimmt zu viel auf sich. Wenn ich ihm die Last nur abnehmen könnte.
Schiff, du... Ich habe noch einen Auftrag. Vater hat ihn mir persönlich erteilt. Gut. Wenn du nicht selbst zu Metia beten willst, muss ich es wohl für dich tun. Es gibt bald wieder Krieg, oder? Seit ich hier lebe, habe ich mich an den Frieden gewöhnt. Ich dachte, der Krieg unserer Länder wäre der letzte. Aber es hört nie auf, oder? Nein. Der nächste Krieg wird noch größer. Aber du schaffst das, oder, Clive? Schließlich bist du ein rosarischer Schild mit dem Segen des Phönix. Ist sie jetzt eigentlich seine Schwester oder wer ist sie genau? Es wird kalt. Gehen wir rein. Oder ist sie adoptiert oder? Nach dir. Das wurde irgendwie noch nicht so ganz klar. Gute Nacht, Clive. Sugarbus ist cool. Heute gehen wir nicht jagen. Ambrosia. Keine Sorge, du wirst das spitze machen. Ich versuch's. Viel Glück! Freunde, wir reiten zum Phönixtor. Möge das Licht der Kristalle uns segnen und die Flamme des Feuervogels auf ewig brennen! Der Zug rückt aus! Öffnet das Tor! Ganz groß, die Sugarbus, hä? Und muskulös geworden. Lord Rosfield, erlaubt mir, euer Reittier zum Phönixtor zu bringen. Danke. Mag er nicht selbst rein? Wir sind bereit, Milord. Es ist mir wahrlich eine Ehre, an eurer Seite dienen zu dürfen. Es wird kein einfacher Auftrag. Wenn die Goblins wirklich dort sind, müssen wir sie vertreiben. Die Wildstämme sind furchtlos. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Die kriegen wir schon. Sir Wade, Sir Tyler, tun wir unsere Pflicht. Mit Freuden, Milord. Das hätte jetzt Wedgecombe Big sein müssen. Brechen wir auf. Wäre witzig gewesen. Und möge das Licht der Kristalle uns segnen. Weltkarte.
Auf der Weltkarte werden dir alle Orte angezeigt, die per Schnellreise erreicht werden können. Okay. Man kann sich gar nicht so wirklich Weltkarten... Also gut, es ist kein Open-World-Spiel, ne? Aber schade, dass es nicht... Ja, egal. Stilwind. Großherzogtum Rosaria. Und warum muss er zu Fuß laufen, während die anderen ihre Schokobus benutzen? Hat er voll die Arschkarte gezogen. Haltet Ausschau nach den Goblins. In dieser Gegend hat man sie gesehen. Ab hier ist alles Sumpfgebiet. Gebt auf dem Boden acht. Ja, aber nicht nur den. Oh. Versunken im Nebel. Zeitige Hilfsaccessoires. Fühlst du dich im Kampf überfordert? Probiert doch eins der. Ja, das haben wir ja vorhin gesehen. Diese Accessoires, die das Spiel ein bisschen einfacher machen, habe ich das Gefühl. Doch eins oder mehrere der fünf zeitigen Hilfsaccessoires aus. Mit dem Ring des zeitigen Angriffs zum Beispiel kannst du komplexe Kombos allein mit Viereck aneinanderketten. Während der Ring das zeitige Augenmerk bei bevorstehenden Angriffen die Zeit verlangsamt, so dass du mehr Gelegenheit hast, mit einem Ausweichmanöver zu reagieren. Hilfsaccessoires können wie andere Ausrüstungsgegenstände auch unter dem Reiter Ausrüstung ab Menü angelegt werden. Ja, nee, das möchte ich nicht. Aber Leute, wie es hier weitergeht, das sehen wir nach einer kurzen Pause. Ich mache mal kurz eine Pause. Und nach der Pause geht es genau an diesem Punkt weiter. Also, bis gleich.